bin Martin von MP Garage und nach dem Video, in dem wir gezeigt haben, wie wir beim R8 den Motor gereinigt haben, sind doch wohl einige Sachen offen geblieben und dort haben mich einige Fragen erreicht, einige E-Mails, einige Leute, die nochmal was bezüglich der Trockeneisreinigung wissen wollten. Und da dachte ich, okay, ich mache einfach nochmal ein Video drüber, erkläre nochmal ein paar Sachen explizit dazu, aber jetzt nicht hier im Auto, sondern zu Hause im Wohnzimmer. So, wir sind jetzt hier in meinem Wohnzimmer und wie gerade schon gesagt, sind noch einige Fragen bezüglich der Trockeneisreinigung beim R8 offen geblieben und die würde ich jetzt gerne beantworten. So, nach und nach sind ein paar Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Warum verbraucht mein Audi R8 nach einer Reinigung mehr Kraftstoff als zuvor? Das ist relativ einfach und zwar, wenn die Ansaugbereiche beim Audi R8 verkokt sind, bekommt der Motor weniger Luft, also sprich, der kann den Zylinder mit weniger Luft füllen. Er spritzt aber immer noch die gleiche Menge Kraftstoff ein. Das bedeutet, der Motor läuft zu fett. Die Lambda-Sonde sagt dem Motorsteuergerät, hey, pass mal auf, wir brauchen weniger Kraftstoff. Wir laufen viel zu fett, also regelt er auch die Kraftstoffmenge runter. Dadurch haben wir zwei Komponenten, die sich stetig reduzieren. Luft, Kraftstoff, Luft, Kraftstoff. Reinigen wir jetzt diese Komponenten und der Motor bekommt wieder mehr Luft, ist es ganz natürlich, dass die Lambda-Sonde sagt, hey, wir laufen viel zu mager. Steuergerät, regel doch mal die Kraftstoffmenge hoch. Das bedeutet, wir brauchen mehr Kraftstoff für mehr Luft und wir verbrauchen auch mehr Kraftstoff bei gleichbleibender Fahrweise. Ab welcher Kilometerzahl oder welchem Alter ist die Reinigung empfehlenswert? Also, ich würde mal sagen, ab 25.000 Kilometer kann man so eine Reinigung schon machen. Da spürt man dann schon einen gewissen Unterschied von der Leistung her. Aber ich würde mal sagen, spätestens ab 50.000 Kilometer ist so eine Reinigung auf jeden Fall empfehlenswert, weil der Motor, den wir jetzt im vergangenen Video gesehen haben, der hatte 48.000 Kilometer gelaufen und man hat dort schon relativ deutlich den Unterschied zwischen verschmutzt und sauber gesehen. Ich kann im Anschluss auch nochmal direkt reinstellen, wie stark der Unterschied wirklich war, dass man den wirklich nochmal gegenüberstellt. Und auch so vom Alter her würde ich jetzt nicht länger warten als 4-5 Jahre. Einfach, der Motor steht eine Weile, man bekommt den Schmutz schlechter weg, weil er sich tiefer in die Poren der Komponenten einsetzt und dadurch dann auch eine längere Reinigung dann notwendig ist. Dann auch nochmal eine Frage, die jetzt öfter kam. Wie lange dauert so eine Reinigung? Es ist abhängig von dem, was für ein Fahrzeug ihr fahrt. Beim Coupé dauert es ca. 4-5 Stunden inklusive Ein- und Ausbau. Beim Spider sind wir so zwischen 5-6 Stunden. Wenn es ein bisschen klemmt oder wirklich stark verschmutzt ist, kann es auch ein bisschen länger dauern. Aber das ist allgemein, je nach Reinigungsaufwand ist das unterschiedlich. So, bei der nächsten Frage ist es wirklich für alle interessant. Ist von der Verkokung nur der R8 betroffen? Nein, es sind viele Saugermotoren und auch sogar TFSI davon betroffen. Wie zum Beispiel der S5, der RS5, der RS4 oder der S6. Alle Motoren, die eine mechanische AGR haben. Also sprich, bei allen Motoren, die eine innere AGR haben, bei der das Einlassventil aufgeht, obwohl das Auslassventil noch nicht ganz geschlossen ist. Weil dann ist es so, dass beim Auslassventil die Abgase herausströmen können und in die Einlassseite gelangen können. Und die setzen sich dann dort an den Komponenten fest und behindern so die Frischluft beim Einströmen. Dann hat mich auch jemand gefragt, warum empfehlt ihr Trockeneis und nicht die chemische Reinigung? Trockeneis ist ein festes CO2 und das bewirkt beim Sprühen nur, dass der Schmutz an der Oberfläche gefriert und dann wie von der Oberfläche, wie von Zauberhand abperlt. Und durch den Luftdruck, der da immer nachkommt, wird der Schmutz, der dann von der Oberfläche sich löst, weil er gefriert, lässt sich dann wegblasen. So kann man viel mehr entfernen als mit einer chemischen Reinigung.
Die chemische Reinigung dagegen bewirkt aber nur, dass der Reiniger selber den Schmutz angreift und ohne Rücksicht auf irgendwelche Dichtungen oder irgendwelche anderen Komponenten. Mit Trockeneis kann man das komplette Fahrzeug reinigen. Also es ist jetzt egal, ob ich jetzt wirklich da über die Verkokung blas oder mal über den Motor außenrum blas oder über die Dichtungen fahre. Das wird komplett gereinigt. Empfehlenswert ist es auch bei der Trockeneisreinigung, dass man erst den groben Dreck wegmacht und den auch direkt dann mit dem Staubsauger absaugt. Dann wurde ich sehr oft gefragt, was ist denn der Preisunterschied zwischen einer chemischen und einer mechanischen Reinigung? Die chemische Reinigung ist natürlich verhältnismäßig günstig zur mechanischen Reinigung. Allerdings muss man dabei auch bedenken, man greift nur den oberflächlichen Schmutz an und reinigt nicht den Motor komplett, was bei der mechanischen Reinigung der Fall ist. Die chemischen Reinigungen starten alle so bei 300 €, gehen hoch bis 600 €, je nachdem, was für einen Motor ihr habt, was für Größe der Motor hat. Die mechanische Reinigung orientiert sich auch an der Größe des Motors und natürlich auch an der Stärke der Verschmutzung. Da starten die Preise bei ca. 800 € bis 1400 €. Es ist je wirklich unterschiedlich, was für ein Fahrzeug ihr fahrt, was für Größe Motor ihr habt und wie stark verschmutzt euer Motor ist. Dann nochmal zwei wichtige Komponenten. Wir wurden auch gefragt, was für Trockeneissprühgeräte verwendet ihr, also was für Reinigungsgeräte und was für einen Kompressor habt ihr? Wir hatten bei unserem Reinigungsgerät eine empfohlene Druckleistung von anliegend 8 bar dauerhaft. Falls euer Kompressor das nicht schafft, habt ihr natürlich noch die Möglichkeit, einen zweiten Kompressor dazu zu schalten, die beide gleichzeitig den Druck erbringen und somit dann 8 bar konstant anliegen. Beim Reinigungsgerät gibt es verschiedene von Kärcher, Kränzle, je nachdem muss man mal schauen, die sind teilweise auch relativ teuer. Es gibt aber auch Firmen, wo man solche Geräte ausleihen kann. Stundenweise, tageweise, für eine Woche, je nachdem. Allerdings ist da meistens dann die Auflage, dass man sie nicht kommerziell verwenden kann. Also sprich, dass man dann damit nur eigene Sachen machen darf und nicht damit dann Geld verdienen darf. Das klärt ihr am besten dann mit der Firma, von der ihr das Gerät ausleiht, ob ihr da auch kommerzielle Nutzung damit treiben dürft. So, das war's für heute mit der Trockeneisreinigung. Nochmal ein paar offene Fragen geklärt. Wenn ihr noch offene Fragen habt, dann könnt ihr natürlich jederzeit uns schreiben oder als Kommentar unter das Video posten. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten liked unseren Kanal oder schreibt als Kommentar drunter, was ihr noch wissen wollt. Danke euch.